Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier. Touring-Karte. Wir werden jetzt die Kühe versorgen und unsere Mastrinder. Dazu mal unseren neuen Futterbuschwagen gehen. Oh, Tassen stören. Und kurz mal Tassen wegschieben. So, dass das Kabel sich frei bewegen kann von der Maus. So. Besser, wir haben Winter. Ja, Temperatur ist minus 5. Und plus 2 Luft. Also fällt Kupfer immer aus. Unser Dings da ist da hinten. Am LKW. Eben mal schauen. Ja, Kühe versorgen. Dann werden wir noch ein Dings holen. Holz voll Ernte. Winterarbeit. Jetzt kann ich wieder auf 5 gehen. Pause wird zu Ende gemacht. Auf 5. Wir haben hier ganz kurz Kaffee gemacht, Cappuccino und Wäsche aufgehängt. Hat die Klasse vergessen gehabt. So. Da ist unser schnuckeliges Fahrzeug. So. Machen wir Licht an. Wir holen gleich Futter durch. Unser Mischfutter. Genau, so rum war. Holen wir gleich. Also ich gebe auf 30, bis das richtig hell geworden ist, ne? Das war eine Katastrophe hier. So. Wir hatten nachts nicht so viele Kosten gehabt. Wir hatten sogar Einnahmen von der BGH, die wir auch noch so bestücken müssen wieder. Voll. Bin ich aus der Puste geraten hier. Hatte ich fast vergessen gehabt, dass ein Löcher in der Maschine lief und die war gerade fertig. Und ich konnte ja gleich aufhängen. Dann wollen wir hier vorne putzen. Wieder Sauerei gemacht hier. Unsere lieben Tierchen. Kommen wir gerade so rüber. Ja, mu. Wo muss das Grün hin? Alles kahl, die Bäume. Hätten wir woanders fahren können, ne? Aber ist egal. So, hier vorne muss ein Trigger sein, gleich voll machen. Ja, da haben wir schon. Wahnsinnig viel fressen. Dann mal gleich mal hier vorne.
Sehe nichts, schwarz. Putzen. Eine Sauerei gemacht hier. Ausklappen. Leider sehe ich jetzt nichts. Nimmt auf. Silage. Mal gucken, ob ich die gleich los werde. Bei den Kühen oder Bohnen, das ist egal. Da liegt es rechts, ne? Schauen wir, fahren wir hier durch, ob wir hier vorne einen Trigger finden. Manchmal ist er mal. Ja, da finden wir nichts. Es wird langsam hell. Wir fahren mit 15 Geschwindigkeit. Passt schon. Ist ja irgendwo ein Punkt geben, wo die Lage abgehen kann. Na, so nicht. Gut, dann fahren wir Richtung Mischfutterfabrik. Grüßer Boy. Entschuldigung. Und dann gleich hell wird hier. Hier vorne nämlich abkippen und dann ja wieder aufnehmen, weil da vorne liegt schon was und das soll da nicht rumliegen, ne? Also nur aufpassen, nicht ganz so voll machen. Schon wieder ein neues hergestellt. Ja, das war ihm gut. Sehr gut. Dann fahren wir dann nochmal. Schauen wir immer das Ding leer kriegen. Jetzt geht's hell. Jetzt gehen wir runter auf 5. Dunkeln ist gut munkeln, aber ich mag nicht im Dunkeln munkeln, ne? Ich bin im Hellen gearbeitet. Da muss sich keiner verstecken. Ich überleg mal, ob ich mir kurz die Webcam. Ups. Das ist nicht die Webcam, das ist mein. Den da wollte ich. Hey, du. Dann mache ich hier ein Kreuz vor. Schloss vor. So. So.
Jetzt bin ich mal unten. Ob das besser ist, ja, werden wir sehen, ne? Gut. Oh, ein bisschen schwierig. Nur ein bisschen. Wieder Mist gemacht, die Brüder. Also ich will noch haben wollen, dann geht das im Stall rein. Oh. Nächsten schon weg. Die war im Winter ein bisschen mehr. Wahnsinn, ne? Warum noch eine Schuhe? Das Futter reicht ja normalerweise für 2 Tage. Von daher. Obwohl. Bei 3 Tagen war das Futter sich mit Bedarf erhöht. Kann nicht so nicht sein. Und logisch her ja. Die Tage gehen ja nur schneller, ne? Auch die Jahreszeiten. Tiere werden schneller jetzt tot werden, ne? Also ihr Leben ausgehaucht wird eher schneller als früher. Aber das soll uns nicht weiter stören. Also ich weiß nicht, jetzt haben die Tiere jetzt ein Jahr jetzt im Prinzip. Ich habe die im Frühjahr gekauft, noch nicht mal ein Jahr. Das heißt, die sollten noch 6 Jahre leben, also 6-mal. Also. Kann ein paar Jährchen vergehen hier. Sehr spannend jetzt aus, alles umleert. Nee, war er fertig. Das ist für 2 Tage, okay. Also bis zum 3. Tag. So, jetzt können wir gleich mal den Rest wieder aufnehmen. So, vorne runter. Anschalten. Ausklappen. Wir hatten ja nass ausgemacht. Ein bisschen putzen. So, gleich den Rest von vorne auch noch. Der draußen rumliegt und noch den Rest ist schon rein. Mit dem großen Stahl und so auch kann man reinfahren und rausfahren. Aber logisch. Der Reihe muss noch raus, ne? Vor allem dann, wenn er Futter haben will, ne? So, bevor hier Schnee fällt, ne? Kann man mit ausgehen, was passiert irgendwann.
So. Noch eine Lader Mischration. Für die Ochsen. Zukünftigen Bullen. So. Gehen wir gleich mal. Ups. So, gehen wir mal kurz hier unsere Milchkühen Wasser. Da kriegen die anderen Tiere noch auch Futter. Und dann haben wir die Folge auch wieder geschafft. Und auch was geschafft, ne? Unsere Milchkühe haben noch Futter und Wasser. Und somit ist die erste Folge und letzte Folge am Sonntag auch fertig. Wir machen ja weiter mit den Bullen. Den gebe ich auch gleich Wasser. Aber vorher gebe ich Zeit nochmal Tschüss und Winke, Winke, ciao, ciao. Ja, morgen geht's weiter. Ne? Montag, Anfang der Woche, denke ich mal. Guck, ja, was denn? Dann sage ich immer Tschüss und Winke, Winke. Und sieht sich dann morgen vielleicht zur nächsten Folge. Tschüss.